Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem ersten FSV Mainz 05. Willkommen zum fünften Spieltag in der Europa League. Nachdem wir im letzten Part die Bundesliga abgeschlossen haben, mit 20 Punkten nach 17 Spielen, unterm Strich sehr enttäuschend. Dafür läuft es international in der Europa League umso besser. Wenn wir heute sogar gewinnen sollten, haben wir die besten Chancen sogar auf den Gruppensieg in unserer Gruppe L, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir uns befinden. Aber wie gesagt, dazu müssen wir heute schon zu 99,9% gewinnen beim FC Everton. Zu Gast im Goodison Park in Liverpool. Hinspiel gewann die Toffees, so werden sie genannt, ja, knapp mit 1:0. Eher glücklich als verdient. Aber am Ende durch das goldene Tor vom Stürmer Vitra haben sie am Ende die Nase vorn gehabt. Und ihr seht schon anhand der Startaufstellung die fast übliche Europa League 11. Sprich, auf 9 Positionen verändert, im Gegensatz zu dem 2:2 am letzten Bundesligaspieltag bei Borussia Dortmund. Van Giesegem ist geblieben, der bei beiden Gegentoren mit beteiligt war zumindest, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Klingt komisch, ist aber so. Und auch André Schürrle bleibt im Team, ansonsten 9 neue Leute mit dabei, unter anderem auch im Sturm mit Arkadio Schmiedig, neben André Schürrle, dem heutigen Kapitän, der in den Europa League spielen, ja, in der Spitze vorne drin spielt. Ich würde sagen, gehen wir ins Spiel. Übrigens wurde mir noch der Tipp gegeben in den Kommentaren, den habe ich jetzt auch beherzigt. Ich glaube, es war der gute Flau mit W hinten dran, der gesagt hat, dass Arkadio Schmiedig, der hier gerade den Elfmeter schießen darf, dass seine Ausdauer deswegen so schnell nach unten geht. Und das würde durchaus Sinn ergeben, weil der gute polnische Stürmer bei beiden Arbeitsraten, defensiv als auch offensiv, eine hohe Arbeitsrate hat. Sprich, er läuft sehr, sehr viel. Und gerade für einen Stürmer, die ja ab und zu ihre Pausen eigentlich auch brauchen, läuft er vielleicht sogar zu viel. Und deswegen ist er am Ende des Tages immer schon sehr müde und kann kaum noch laufen. Deswegen habe ich die Arbeitsrate mal von Milik auf niedrig gesetzt im Defensivwert und im Offensivbereich auf normal gelassen. Vielleicht bringt es ja was. Gegen den FC Everton hier heute zu Gast im Goodison Park auf der Insel. In der Europa League sieht man mal wieder schön an den roten Interface mit goldener Schrift. Stimmung ist eher verhalten, würde ich sagen. In England ist es häufig so, entweder ist die Stimmung kochend heiß, überragend, oder sie ist halt so ein bisschen bescheiden. Xabi Alonso kennt das so gut. Er hat ja mal beim Erzrivalen gespielt, beim FC Liverpool, wo er ja auch Champions League-Sieger wurde. Ernesto Colombagno oder Colombano. Aus Italien ist heute der Schiedsrichter. Und wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Wenn wir heute gewinnen, ziehen wir Punkte mäßig gleich mit dem FC Everton. Mal schauen, ob es uns gelingt. Sie treten mit der gleichen Startelf an wie im Hinspiel. Das Team von Roberto Martinez, dem spanischen Coach. Mit Vitra, den Tschechen, ganz vorne drin, der ja im Hinspiel das 1:0-Siegtor erzielt hatte. Lacazette im Fokus, bereits 12 Tore insgesamt wettbewerbsübergreifend erzielt. Unser bester Torschütze. Heute zunächst allerdings nur auf der Bank, aber wird sicherlich im Laufe des Spiels kommen, sollte es vonnöten sein. Europa League, Spieltag 5, FC Everton gegen den FSV Mainz 05. Die Gäste stoßen an mit Serge Gnabry, auch er kennt den heutigen Gegner, hat ja schließlich beim FC Arsenal schon gegen die Toffees gespielt. Schürrle, erste Aktion nach vorne. Da wollte er den Sturmpartner Arkadio Schmiedig schicken, der polnische Stürmer. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon bei der letzten Aufnahmesession gesagt habe. Bei ihm steht er mittlerweile im Real Life fest, dass er in der nächsten Saison bei Ajax Amsterdam leihweise von Bayer Leverkusen spielen wird. Das ist Guy, der Franzose vom linken Flügel. Fernando, der Stratege im defensiven Mittelfeld. Vitra, McCarthy, der Ire. Schöner Pass und Karius mit der ersten Parade und Johannes Geis geht auf Nummer sicher und klärt den Ball. Hätte Karius wahrscheinlich
sicher gehabt. Die Toffees gehen sehr früh drauf. Schöner öffner Ball und jetzt muss er direkt weiter zu Christopher Buchtmann. Der hat mächtig viel Platz. Buchtmann! Boogie, Boogie-Tanz! Christopher Buchtmann, 9. Spielminute. Und das erinnert ja schon fast an den letzten Bundesligaspieltag gegen Dortmund. Da haben sie auch eine Riesenchance verhauen. Und Mainz im Gegenzug mit dem Kontertor. Ich habe es gerade kurz vor dem Tor gesagt. Erwarten sehr, sehr offensiv mit sehr hohem Pressing. So die perfekte Kontersituation für die Gäste vom SSV Mainz 05. Und das soll ein Foul von uns gewesen sein, vom jungen Hamuma, der heute hinten links verteidigt. Jonathan Tag hält er gut. Christopher Buchtmann, sehr schön. Auch er hat ja in England gespielt, und zwar auch beim Erzrivalen, beim FC Liverpool. Allerdings auch nur in der U19-Mannschaft, hat sich bei den Profis nie wirklich empfehlen dürfen. Jetzt kommt Kevin Gastion. Der junge Franzose darf sich hier mit einer guten Flanke präsentieren. Aber Milik verliert in der Mitte das Kopfballduell. Schade. Hydra, jetzt der Konter. Der Gastgeber, aber Ross Barkley, der ja auch von England für die Nationalmannschaft nominiert wurde für die WM in wenigen Wochen, beziehungsweise schon in wenigen Tagen, so lange ist es ja nicht mehr hin, bis zur Fußball-WM 2014 in Brasilien. Fehler von Gastion, setzt aber gut nach, Xabi Alonso ebenfalls, sehr schön geklärt. Johannes Geis, Milik, schön weitergeleitet auf Gnabry, in der Mitte ist Milik, aber er verliert auch dieses Kopfballduell. Aber mit Borja Lopez und Duffy, den irischen Nationalspieler, haben die Toffees da zwei sehr große, kopfballstarke Innenverteidiger. Während standardmütig bei den Hearts oft mit Lothian 1:0 in Führung geht. Buchtmann. Ah, da kommt Arkadiusz Milik nicht an den Ball, schade. Stones, Direktverteidiger. Vertrag läuft aus. Aus der eigenen Jugend des FC Everton. Vielleicht auch ein Thema für uns, denn gerade auf den beiden Außenverteidigerpositionen könnten wir für die kommende Saison durchaus Verstärkungen gebrauchen. Leighton Baines, auch er natürlich nominiert für die englische Nationalmannschaft, fast der Fehler von Lopez. Leighton Baines sogar Stammspieler bei den Free Lions. Hinten links hat er dort Ashley Cole vom FC Chelsea verdrängt, der nach seiner Nicht-Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft auch aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist und auch einen neuen Verein mittlerweile sucht. Er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht beim FC Chelsea bleiben. Kopfballchance für Guy, weil es jetzt Gnabry da nicht wirklich mit zum Kopfball hochsteigt. Aber aus dem Winkel, der wirklich sehr spitz war, hätte Loris Karius, unser Keeper, schon sehr heftig mithelfen müssen, damit der Ball den Weg ins Tor findet. André Schürrle. Idee gut, Umsetzung mangelhaft. Arkadiusz Milik. Man merkt jetzt schon, er läuft nicht mehr so viel mit nach hinten. Bekommt aber trotzdem nicht so viele Bälle, die er verwerten kann. Christopher Buchtmann, der Torschütze. Gegen Stefanovic. Holt immerhin den Einwurf raus. Milik, gut abgeschirmt, Buchtmann nochmal, schöne Flanke, aber Schürrle kommt nicht dran, so der Konter über Hydra, technisch sehr visiert, der Artyoms Rudnes verschnitt, da ist er wieder am Ball, der Stoßstürmer, Guy, Ross Barkley, eins der größten Talente auf der Insel, Leighton Baines, Foulspiel, aber Vorteil, der dann doch noch abgepfiffen wird, oder was? Ja. Nicht das Foul von Alonso wurde gepfiffen, sondern das zuvor von Serge Gnabry. Jonathan Tah, das war nicht hundertprozentig sicher. Aber gut nachgesetzt. Und Buchtmann setzt zu viel nach, legt sich auf den Boden. Und so Einwurf für die blau-weiß gekleideten Engländer. Mit Fernando. Van Giesegem holt den Kopfball. In der Luft ist er ja wirklich bombastisch stark, der junge Belgier. Aber am Boden nicht immer ganz sicher. Und da steht Hydra mal sowas von alleine. 38. Minute, der Ausgleich. Und wo ist da mal wieder die Innenverteidigung? Van Giesegem schaut irgendwie
zum Balljungen, wo er auch immer gerade hingeschaut hat, keine Ahnung, das sah etwas merkwürdig aus. Auch Jonathan Tah nicht auf Position. So können die Toffees leicht ausgleichen. Gnabry, Schürrle. Ah, Mann. Kann den Ball leider nicht weiter spitzeln zu Johannes Geist, der da gut in Position gelaufen war. McCarthy verliert den Ball. Alonso. André Schürrle. Aber seine Pässe kommen heute auch nicht an. Was ist los mit André Schürrle? Also von ihm habe ich mir so viel erhofft für diese Saison. Hat er auch wirklich sehr gut angefangen. Am ersten Bundesligaspieltag direkt ein Tor gemacht. Beim 13-0 Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Aber seitdem, ich glaube mit zwei weiteren Türchen. Eins per Elfmeter, zudem noch eins in der Bundesliga. Aber es ist deutlich zu wenig für einen Mann seiner Klasse. Mit 15 Toren, Real Life technischer, immer noch einer der besten Torjäger der Mainzer Bundesliga-Geschichte gewesen. In der letzten Saison, man muss ja mittlerweile sagen, in der letzten Saison hat da allerdings der aktuelle Mainzer Stoßstürmer Shinji Okazaki mit André Schürrle gleichgezogen, hat ebenfalls 15 Treffer in einer Saison geschafft. Und auch der Pass von Schürrle kommt nicht durch. Krisen, Formkrise, so rum, bei unserem heutigen Kapitän André Schürrle. Da muss deutlich mehr kommen von ihm in der Bundesliga-Rückrunde, die ja schon in wenigen Tagen beginnt. Denn die Spieltage 18 bis 20 finden noch in diesem Kalenderjahr 2017 statt. Zudem haben wir noch zwei Europa League-Auftritte, wenn man das nur hier noch dazu zählt. Danach spielen wir noch einmal gegen die Hearts auf Midlothian. Außerdem spielen wir auch noch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Also dieses Fußballkalenderjahr ist noch nicht zu Ende. Auch bei den anderen Plätzen ist noch lange nicht Schluss. Gladbach führt in Portugal bei Gulmiares mit 1:0 und Standard Lüttich führt ebenfalls immer noch 1:0 in Schottland. Unsere 1-0-Führung hat nur bis zum Ausgleich von Dütra gehalten. Meinst du mit nur einem Torschuss? Der war allerdings drin, von Christopher Buchtmann. André Schürrle, was machen wir mit dir? Wir überlegen uns etwas für den zweiten Durchgang. Und eine kleine Idee habe ich da auch. Und zwar, André Schürrle ist ja bekanntlich hier Rechtsfuß. Und deswegen stellen wir ihn mal auf den linken Stürmerposten. Denn so kann er mit Ife nach innen ziehen und vielleicht mal häufiger zum Abschluss kommen. Denn es kommt er nicht nur in diesem Spiel sehr selten, sondern allgemein in der Gesamtsaison. Kommt er einfach viel zu selten zum Abschluss. Und das ist doch gerade eine seiner Stärken, dieses nach innen ziehen und dann einfach mal den Abschluss zu suchen. Vielleicht bringt es ja heute was für André Schürrle und Co. KG. Zweite Halbzeit, erwarten natürlich immer noch in Blau und Weiß. Gleich mal im Angriffsmodus. Aber Van Giese gehen sehr gut zurückgeköpft zu seinem Keeper Loris Karius. Kevin Gastjong. Zweiter Ball für Gnabry. Perfekt mitgenommen. Aber was jetzt? Gnabry, schöne Flanke. Und Mide kann auch den Ball nicht verwerten. Also das war schon die zweite, dritte gute Flanke, wo Milik mal wieder nicht rankommt. Vielleicht jetzt. Und auch das Kopfballduell verliert er. Wenn er sich schon im Kopfballduell nicht durchsetzen kann. Wozu brauchen wir ihn dann noch? Arkadiusz Milik. Gut gemacht von Tah gegen Vidra. Und der FC Everton wird das erste Mal austauschen. Darren Gibson, der irische Nationalspieler, kommt für Ross Barkley. Ins Spiel vom jungen Engländer nicht allzu viel gesehen zu wesen. Leighton Baines. Schöner Ball auf Stefanovic. Stones. Baines. Der einfach mal ins Mittelfeld vorgerückt ist. Nochmal Stones. Van Giese geben. Gnabry. Milik bleibt stehen, warum auch immer. Gnabry sehr gut aufgepasst. Milik. Oh, meine Herren. Alonso. Schürrle bleibt kurz stehen und und deswegen hat Schürrle auch da, ne, Milik war es, sorry, ich dachte schon, Schürrle hätte einen Fehler gemacht, nein, es war natürlich Arkadiusz Milik, der an den Ball nicht rankommt. Und ganz ehrlich, Leute, das war seine letzte Aktion. Ich weiß nicht, wie viele Chancen er noch braucht. Man sieht, er ist bemüht, aber manchmal reicht es einfach nicht, sich zu bemühen.
Der HSV hat sich ja auch während der Saison bemüht und hat am Ende sogar noch den Klassenerhalt geschafft. Ja, Leute, das ist der erste Part, nachdem für mich feststeht, dass der HSV die Bundesliga gehalten hat. Meine Herrschaftszeiten war das ein zweites spannendes Relegationsspiel. Da muss ich jetzt mächtig etwas tun beim HSV. Aber der HSV ist nicht das Thema, wir müssen hier aufpassen. Van Giese gehen gut abgewehrt. Guy, aber Gaspion sein Landsmann dazwischen. Milik, jetzt mach mal einen guten Pass. Oh, zu lang für André Schürrle. Joel, der spanische Schlussmann dazwischen. Jonathan Tah. Schürrle verliert das Kopfballduell. Geist kommt einen Schritt zu spät. Fernando. Verfolgt von Alonso. Nathan Baines. Guy. Und nächster gewonnener Zweikampf von Gaspion. Vielleicht wieder Konter. André Schürrle. Nochmal Schürrle mit ein bisschen Glück diesmal. Geist. Warum spielt er nicht direkt? Ah ne, es war gar nicht Geist. Es war Buchtmann, der den Langball versucht hat. Geist war in die Spitze gestartet. Momentan ein kleines Positionswirrwarr. Ja, und damit habe ich nicht gerechnet, dass ich an den Ball komme. Deswegen spielt Geist den Ball ins Aus. Vielleicht wollte er auch nur diesen Wechsel heraufbeschwören, dass Arkadiusz Milik das Feld verlässt und durch Della Fiore ersetzt wird, der Publikumsliebling hier beim FSV. 20 Minuten noch zu gehen. Ein sehr chancenarmes Spiel. Everton mit deutlich mehr Ballbesitz, aber auch nicht so richtig im Zug zum Tor. Stones, Gibson unter Druck gesetzt, Borja Lopez, Stefanovic. Da war im Hinspiel, was die Torchancen angeht, deutlich mehr los. Allein drei Aluminiumstreffer der Gastgeber damals von Mainz 05. Der La Fiore jetzt mit dem Ball gewinnen gegen Nathan Baines, den erfahrenen Engländer, der allerdings noch zum Einwurf klärt. Aber schön gemacht von Della Fiore, während Caio, ein Brasilianer, bei den Toffees kommt, für den Torschützen Hydra. Damit ist die Torgefahr schon mal aus dem Spiel genommen. Gaston, ach, was war das denn? Technischer Lapsus beim Rechtsverteidiger. So die Konterchance für die Gastgeber, Stefanovic. Tar allerdings schon wieder hinten und macht die Seite zu. Fehlt allerdings jetzt in der Verteidigung, aber zieht rechtzeitig zurück. So rum wollte ich es formulieren. Stefanovic. Und nochmal der Rückpass. Dann wieder nach vorne zu Fernando. Nochmal Fernando. Bleibt allerdings hängen an. Jonathan Tah. Aber wir kriegen auch kaum mal einen vernünftigen Konter gespielt. Alonso. Vielleicht können wir auch nochmal wechseln. Kurz vor Schluss. 10 Minuten haben wir noch. Alonso mal wieder völlig K.O. Dass er überhaupt noch Luft bekommt, ist ein Wunder. Seine Energie ist wirklich nicht so allzu berauschend. Koch darf nochmal rein. Und auch Lacazette wird André Schürrle nochmal für die letzten Augenblicke ersetzen. Buchtmann. Amuma. Ball kommt nicht ganz durch vom Franzosen. Schade. Ah, Caio. Brasilianisch. Aber der passt dann nicht ganz so stark. Aber Van Giesegen kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. So, dass Jonathan Tah ein weiteres Mal klären muss und uns die Möglichkeit gibt, doppelt auszuwechseln. Koch und Lacazette kommen für die letzten Minuten. Gladbach geht 2-1 in Führung und auch fast die Toffees gehen hier 2-1 in Führung. Kopfball von Fernando, nicht als Torschütze bekannt geworden. Genauso wenig wie er hier. Die Nummer 34, das müsste Duffy gewesen sein. Ebenfalls ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Aus der Nachwuchs-Academy des FC Everton. 6 Minuten noch. James McCarthy auf Guy. Den Family Guy praktisch. Da läuft ja schon wieder der Franzose. Aber Gaston häufig Zweikampfsieger gegen ihn. Hoppala. Das ist Gnabry. Das ist Koch. Und der spielt den nächsten Fehlpass. Bleibt dabei, also Konter.
spielen wir einfach fahrlässig zu Ende. Aber vielleicht jetzt Lacazette. Immerhin mal wieder ein Abschluss durch den eingewechselten Franzosen. Durchgesteckt von Johannes Geis. Und da wollte er das lange Eck anvisieren. Beziehungsweise anvisiert hat er es auch. Aber natürlich wollte er auch treffen. Das ist nicht ganz so gut gelungen. Schade. Bellafiore, komm. Kommt nicht hin. Bleibt es bei diesen Unentschieden, wonach es momentan aussieht, haben wir noch sehr, sehr geringe Chancen auf den Gruppensieg. Da müssten die Toffees schon im letzten Gruppenspiel gegen die Hearts, nein, gegen Standard Lüttich spielen die ja. Da müssten die Toffees gegen Lüttich verlieren und wir gleichzeitig gewinnen. Wobei, nee, dann zählt auch wieder der direkte Vergleich. Also wenn wir den Gruppensieg wollen, müssen wir heute noch treffen, aber so wird das allerdings nichts. Stefanovic nochmal. Schöner Doppelpass. Wieder der Serbe. Aber die Flanke zu schwach. Kein Problem für Karius. Aber ganz ehrlich, selbst wenn wir die Gruppe nicht gewinnen sollten, und jetzt ist es amtlich, dass wir es nicht tun werden, können wir zufrieden sein. Die Gruppenphase ist auf jeden Fall überstanden. Gegen einen gleichwertigen Gegner haben wir uns nach Hin- und Rückspiel sehr gut geschlagen. Und ich meine, der FC Everton ist auch schon so eine Art Mitfavorit-Titel. Natürlich gibt es noch so ein paar Vereine, die sind besser anzusiedeln, wie die Tottenham Hotspurs, der AC Florenz und was sich da noch so alles tummelt in der Europa League an Spitzenmannschaften, die normalerweise in die Champions League gehören. Von daher bin ich sehr zufrieden. Jetzt sind wir auf jeden Fall 100,000% weiter, haben die Gruppenphase überstanden, Buchtmann mit der Führung. Danach haben wir nicht mehr so viele Chancen gehabt, zugegeben, aber ich bin insgesamt dann doch zufrieden. Gucken wir nochmal kurz auf die Noten. Everton mit 61% Ballbesitz. Defensiv standen wir die meiste Zeit gut. Hamouma heute ein bisschen blass geblieben. Bellafiore nach Einwechslung auch nicht so überzeugend. Aber ansonsten die Noten ja durchschnittlich. Von daher alles im grünen Bereich. Ja, und wie gesagt, wir sind auf jeden Fall jetzt als Gruppenzweiter weiter. Selbst wenn wir das letzte Spiel gewinnen sollten gegen die Hearts of Midlothian, die 0:2 gegen Lüttich verloren haben. Und wenn gleichzeitig auch noch Everton verlieren sollte gegen Lüttich, sind wir zwar punktgleich mit den Toffees, aber dann zählt mal wieder der direkte Vergleich. Und da sind wir gegenüber den FC Everton dann schlechter. Aber wie gesagt, das ist scheißegal. Hauptsache die Gruppenphase überstanden. Und dann mal schauen, was uns im 16-Finale erwarten wird. So, da muss ich mal ein kurzes Bäuerchen machen. Holla die Waldfee. Ich hoffe, das war nicht zu hören. Wir gucken uns nochmal schnell die Gruppe in der Europa League natürlich an, nicht in der Fußball-Bundesliga. Und zwar ist das die Gruppe K, nicht die Gruppe L. Und da sehen wir Lüttich mit 6 Punkten. Kann punktemäßig nicht mehr auf uns aufschließen. Und selbst wenn sie es hätten machen können, da hätte auch mal wieder der direkte Vergleich gezählt. Dort wären wir mit 2 Siegen gegen Lüttich deutlich besser gewesen. Wir haben sogar die bessere Tordifferenz als Everton. Aber am Ende des Tages zählen natürlich die Punkte und nicht die geschossenen Tore. Spiel ist monatsbekannt gegeben. Hannover 96 Mann Prato, der schon 14 Tore erzielt hat in der Fußball-Bundesliga, wird zum Spiel des Tages, zum... schon wieder solche Sprachfehler, Sprachbarriere, durchbreche sie, wurde zum Spieler des Monats natürlich bekannt gegeben. Können wir uns auch noch mal ganz kurz anschauen, wie es bei den Top-Torjägern aussieht in der Bundesliga. 14 Tore, fast doppelt so viel wie die darauffolgenden Abel Hernandez und Walter. Karius jubelt, Mainz 05, gib mir Chance. Was soll das denn heißen? In der Europa League darfst du immer spielen, Luris. Noch keine Neuigkeiten über Abschied von Insankala. Ja, wie es mit ihm weitergeht, wissen wir jetzt immer noch nicht. Da gab es ja immer wieder die Spekulation, dass er weg will. Er sagte ja eigentlich auch zu uns, dass er weg will. Dann sagte er aber, ähnlich wie bei Julian Koch, oh, vielleicht bleibe ich doch, mal gucken, wie es so läuft und so. Also die Spieler sind so wechselhaft, was die Gefühle angeht. Das ist schon fast frauenlike, was für Stimmungsschwankungen die immer haben. Aber wir haben gerade einen neuen Monat, sehe ich. Von daher neuer Teambericht. Vielleicht gibt es ja Spieler mit einem Pluspunkt oder so, aber sieht... Oh, doch, Bellafiore!
22 Jahre jung, ist jetzt auf einer 77. Unser Publikumsliebling, der Jogginghosenmann. Bin so gespannt, wie hoch er noch gehen wird, wie hoch wohl sein Potenzialwert sein mag. Keiner weiß es. Und Gnabry verbessert sich, sieh mal an. Das hat er im ein Jahr Braunschweig in der zweiten Saison bei uns überhaupt nicht geschafft. Jetzt ist er gerade mal 2 oder 3 Monate bei uns und hat sich immerhin auch mal wieder verbessert. Gut gemacht, Serge. Das freut mich für dich. Und auch Hamouma, der nur in der Europa League eigentlich zum Einsatz kommt. Im DFB-Pokal hat er sogar eine Vorlage gegeben. Der eigentlich nur im Pokal zum Einsatz kommt, auch mit einem Stärke Plus. Das freut mich. Aber ansonsten war es das auch schon. Aber gerade für Gnabry freut mich das ganz besonders. Sehr schön. Zumindest ein paar Stärkepunkte dazu gewonnen. Und Loris Karius sagt, danke Chef. Ich möchte mich für die vielen Einsätze bedanken. Darüber bin ich sehr glücklich. Das freut uns. Unsere Nummer 2 ist glücklich. Was will man noch mehr? Was man noch mehr will, sind natürlich Punkte. Gerade in der Fußball-Bundesliga. Dort müssen wir als nächstes gegen den Sportclub Freiburg antreten. Ich glaube, gegen die haben wir das Hinspiel auch verloren, oder? Ich kann mich nicht richtig erinnern. Was Simon von Giese geben, was die kommende Partie angeht natürlich. Ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen, immer das gleiche, was sie sagen. Er ist enttäuscht, dass er nicht dort zu finden ist, möchte gerne in der Startelf stehen, bla bla bla. Aktuell ist aus England und Frank Reich, Nationaltrainer, Fährte aus Venezuela. Lehnen wir einfach mal sofort ab. Und die Pressekonferenz können wir auch nochmal eben mitnehmen. Die Freiburger nicht unbedingt in Topform, wenn man sich das mal so anschaut. Der SC Freiburg hat sich im Real Life übrigens auch einen neuen Torwart geholt. Da war Sebastian Mielitz, der hier im FIFA Let's Play im Tor steht, ja auch ein Thema gewesen. Aber der SC Freiburg hat sich den Schweizer Nationalkeeper Bürki rangeholt. Ein sehr guter Mann, die Schweizer Nummer 2 hinter dem Wolfsburger, beziehungsweise sogar die Schweizer 3, hinter dem Wolfsburger Benaglio und den Neugladbacher Jan Sommer. Was tun wir jetzt aber mal mit unseren Spielern? Eigentlich müsste ich schon mal wieder André Schürrle motivieren, oder? Lacazette bereits 7 Tore in der Bundesliga. Wir motivieren mal Dragovic. Nein, nicht loben! Oh, das war jetzt der falsche Button. Na toll. Na, mal gucken, was in den Medien steht. Lobeshymnen auf Starspieler Dragovic. Naja. Ob er jetzt ein Starspieler ist, ist auch so eine Sache. Und wir sehen, die Mannschaften hinter uns haben schon gespielt und auch gepunktet. Bremen, Gladbach, Stuttgart, alle rücken sie sehr nah ran an uns. Sprich, wir sind gefordert im nächsten Bundesligaspiel, das wir uns allerdings erst im nächsten Part anschauen werden, wenn es wieder heißt, Let's Play FIFA 14 Karrieremodus Sportclub Freiburg gegen den FSV Mainz 05.